Hallo, alle zusammen, wie geht es euch? Ich bin Rashman, ich bin wieder da. Nipo hapa leo tena. Bevor weitergehen, bitte abonniert den Kanal, um mehr Videos zu bekommen. Subscribe your channel, ili uweza kupata Video nyingine zaidi ambazo za kuweza kupata mafunzo kwa kutoka kwa Rashman. Heute sprechen wir über die trennbare Verben. Nini maana ya trennbare Verben? Ni separable verbs. Separable verbs kwa lugha yetu ya Kiswahili tunazungumza kwamba vitenzi vinavyoweza kutenganishwa. Leo hii tutaweza kujadili vitenzi vinavyoweza kutenganishwa. Kuna verbs ambazo zimeingia prefix na hizo prefix zinaweza kubadilisha maana, lakini mzizi wa neno wa mwanzo upo, namaanisha kwamba verb ipo halafu inaingia prefix inabadilisha maana. Leo hii tutaweza kuziangalia zote mbili, iliyokuwa maana original pamoja na inaingia prefix. Na hiyo prefix inaingia mara nyingi sana inakuwa ni preposition ambayo inakuwemo ndani ya verb hiyo na kuweza kubadilisha maana. Leo hii kaa tayari ili uweze kupata somo hili kwa kamilifu. Verb zetu tulizokuwa nazo ni hizi hapa ambazo the erste, zweite, dritte, vierte und fünfte. Tuna verbu tano, wir haben fünf Verben ambazo tayari zinabadilika maana panapoingia prefix au vile vile tunaweza kusema preposition mbele yake mwanzo wa hilo neno. Kwa mfano, mfano wetu wa mwanzo tuna neno tunaita rufen. Rufen. La pili tunasema kaufen. La tatu stehen. Ya nne fahren, na la tano vile vile fahren. Yapo mengi zaidi, kwa mfano laden, kwa mfano na mengine zaidi, lakini leo hii sisi tutaweza kuyadiscuss haya matano, verbs zetu tano, ili wewe kupe uweledi wa kuweza kuelewa verbs zilizobakia nyingine zinazokuwa na trennbare Verben, ambazo trennbare verbs. Okay. Kwa kuendelea mbele, kwanza tuangalie rufen. Nini maana ya rufen? Okay, ndio tunataka tujue sasa rufen maana yake nini. Kuna rufen lakini huku kuna anrufen. Kuna kaufen huku kuna einkaufen. Kuna stehen huku kuna aufstehen. Kuna fahren huku kuna abfahren. Na kuna fahren huku kuna zurückfahren. Nini maana ya hizo verb? Kwa mfano sentence yetu ya mwanzo au verb yetu ya mwanzo tunasema rufen. Rufen maana yake nini? Zum Beispiel, meine Kollege ist in der Klasse. Beispiel, meine Kollege ist in der Klasse. Okay? Und ich möchte ihn rufen. Ich möchte ihn rufen. Ich rufe ihn. Ali! Ali! Das ist meine Kollege. Das ist rufen. Rufen meine ich nicht kuita. Kama ambavyo nilivyokuambia. Kwa mfano mtu yuko darasani, jina lake Ali, unataka kumuita, unamuita tu Ali. This is rufen. Hindo rufen. Kwa hiyo maana ya rufen maana yake ni to call, ni kumuita. Okay? Sasa tuangalie nini maana anrufen. Nini maana anrufen? Anrufen maana yake ni kumpigia simu. Kumpigia simu, to call somebody on the phone. Kwa hiyo kumpigia mtu kwa simu ndio tunaita anrufen. For example, tuangalie mfano wake. Naweza nikasema kwamba ich rufe dich an. Umeona? Mwanzo lilikuwa nini? Anrufen. Lakini sasa imekuwa rufe dich an. Ich rufe dich an. Imekuwa vipi? Nakupigia simu. I calling you. Eh, I'm calling you. Ich rufe dich an. Lakini sentence ya mwanzo tumesema vipi? Rufen ni ku call, kumuita mtu. Kwa mfano, Ali, Juma, Saidi. This is rufen. Lakini anrufen ni kumpigia simu. Lakini unapotumia zile rufen trennbar, umeona kwamba hii ani yako imekaa wapi? Ani yako inakaa mwisho wa sentence. Hii ndio tunaita separable verb, kwamba verb ambayo unaweza kuitenganisha. Kwa Kijerumani tunasema trennbare Verben. Okay? Sasa hii rufe imekuwa ni call, lakini hii an imekaa pamoja imekuwa anrufen, imekuwa ni to call on the phone. Sasa hapa katika sentence yako unataja kama kawaida ich rufe dich, lakini mwisho unasema an. Hii kwa nini imekuwa dich? Kwa sababu anrufen ni verb ambayo inakwenda na accusative sentence. Kwa hiyo hapa tayari tunasema ich rufe dich an. I'm calling you. Sentence yetu ya pili tunaangalia, tunazungumza, tunaona kaufen. Nini maana kaufen?
Kaufen manake ni to buy. Ich kaufe das Auto. Ich möchte heute ein neues Auto kaufen. For example, ich möchte heute ein neues Auto kaufen. Leo nataka kununua gari mpya. Okay? So, that is kaufen. Hiyo ndio kununua. Lakini sasa, einkaufen. Einkaufen manake kufanya shopping. Kwa mfano, sio kwamba kitu kimoja, unakwenda sehemu somewhere kununua vitu tele. Ile na usio unasema bwana, alo mimi leo nataka kwenda mjini kufanya shopping. This is einkaufen. Kwa hiyo unaweza ukasema sentence yako, wir müssen heute noch einkaufen. Au ich muss, unaweza ukasema hapa, ich muss heute noch einkaufen. Ja, okay? Ich muss heute noch einkaufen. Manake leo napaswa au lazima bado nikaufanye shopping. For example, labda unatoka somewhere, unataka kuondoka na kuna vitu bado hujakamilisha, ndio unasema ich muss heute noch einkaufen. Kwamba leo lazima nikaweze kufanya, nikamalizie vitu, nikanunue baadhi ya vitu zaidi. Kwa hiyo unaona kwamba neno kaufen na neno einkaufen ni vitu viwili tofauti. Kaufen ni kununua, kwa mfano nimesema zo, ich möchte heute ein neues Auto kaufen. Lakini hapa nimesema, ich muss heute noch einkaufen. Sijataja kitu gani kwa sababu unavyokwenda kununua ni vingi. Hiyo ndio inaita shopping. Okay. Verb yetu ya tatu tunasema stehen. Ich stehe hier. Ich stehe hier. Maana yake ni I'm standing here. Niko hapa. Lakini sasa kuna verb kinaitwa aufstehen. Maana yake ile kuamka. Aufstehen maana yake to wake up. Sawa? Umeona ya mwanzo kwamba ni kusimama, lakini ya pili imekuwa ni kuamka. Aufstehen. Kwa hiyo sasa angalia sentence yetu inavyokuwa mfano. Nimeshakutolea mfano kwa kusema ich stehe hier. Maana kwamba nimesimama hapa au nasimama hapa, sorry. Nasimama hapa. Lakini je, aufstehen nitaitumia vipi? Nitaweza kusema ich stehe. Sieben Uhr auf. Umeona auf ilipokaa? Ich stehe 7 Uhr auf. Ich stehe 7 Uhr auf. Maana yake nini? Naamka saa moja kamili. Ninaamka saa moja kamili. I wake up 7 o'clock. Kwa hiyo umeona kwamba ich stehe 7 Uhr auf, umeiona auf ilipokaa. Sawa? Na hapa uliona ani ilipokaa. Kwa hiyo hapa ich stehe 7 Uhr auf. Lakini mwanzo nimesema ich stehe hier. Bas. Lakini ya pili nimesema ich stehe 7 Uhr auf. Maana yake kwamba naamka saa moja kamili. Hii ndo trennbare Verben. Ni verb unaweza kuitenganisha na preposition yake. Okay. Na sentence yetu ya tatu tunaona fahren. Fahren. Ni verb yetu ya tatu. Fahren. Fahren maana yake ni ku drive. Ich fahre das Auto. Hallo Rashman. Kannst du Auto fahren? Ja, ich kann das Auto fahren. Ich fahre das Auto. Maana kwamba naendesha gari, naweza kuendesha gari, kwa hiyo ni fahren. Lakini nini maana abfahren? Abfahren maana yake ku depart, kuondoka. Abfahren maana yake kuondoka. Ich fahre um 7 Uhr. Ich fahre um 7 Uhr ab. Maana yake nini? Na departure saa moja kamili. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa mfano, er fährt heute ab. Anaondoka leo. Au unaweza ukasema kwamba ich fahre um 7 Uhr ab. Sawa? Eh? Kwa hiyo hapo unaweza ukasema ich fahre 7 Uhr ab. Umeiona ab ilipo? Kwamba mwanzo ilikuwa fahren, lakini sasa hivi imekuwa na abfahren. Kwa hiyo abfahren, fahren, ab yake, preposition yake inakuwa inawekwa mwisho na kubadilisha maana kwamba ni kuondoka. Van fahren Sie ab? Mnaondoka lini? Van fahren Sie ab? Mna departure lini? Ich fahre am Montag ab. Naondoka Jumatatu. Umeona? Ich fahre am Montag ab. Naondoka Jumatatu. Kwa hiyo hapo unaweza kusema ich fahre am Montag ab. Au vile vile unaweza kusema kwa mfano sentence yetu unaweza kusema ich
fahre am Montag ab. This is very good sentence. Ich fahre am Montag ab. Ich fahre am Montag ab. Manake nini? Na ondoka Jumatatu. Au mwanzo tulisema ich fahre 7 Uhr ab. Manake naondoka saa moja. I'm departing 7 o'clock. Kwa hiyo hapa unaweza kusema naondoka Jumatatu. Kwa hiyo hapa tumeona utofauti wa fahren na abfahren. Fahren manake ku drive, lakini abfahren manake ni ku depart. Okay. Na ya mwisho verb yetu tunaona kitu kinaitwa fahren vile vile kama hii. Maana sawa, lakini hapa kuna zurückfahren, go back, au kurudi. Yani tunaita zurückfahren. Ich fahre am Montag zurück. Ich fahre am Montag zurück. Maana yake nini? Hapa tulisema ich fahre am Montag ab. Maana yake nini? Naondoka Jumatatu. I'm departing Jumatatu. Lakini sasa hivi unasema ich fahre am Montag zurück. Hii hii sentence yetu tuitumie tuweze kupata mfano mzuri. Unaweza kusema ich fahre am Montag zurück. Ich fahre am Montag zurück. Kwa nini unasema ich fahre am Montag zurück? Narudi Jumatatu. Ich fahre am Montag zurück. Narudi Jumatatu. Hii naondoka Jumatatu. Hii tunafahre, lakini hii ina up. Hii tunafahre, lakini hii ina zurück. Kwa hii ya kuondoka, departing. Hii ya kurudi. Kwa hiyo, unasema ich fahre am Montag ab und ich fahre am Montag zurück. Naondoka Jumatatu na departure, narudi Jumatatu. Kwa hiyo hapa umeona sentence yako jinsi gani ilivyokuwa inatofautisha kwa kutumia preposition au prefix ambazo zinazokaa katika verb. Ndizo verbs tunazoziita trennbaren Verben, verb ambazo zinazoweza kutenganishwa. Kwa hiyo hizi ndizo trennbaren Verben, na zipo zaidi ya hizi, lakini unapozikuta jua maana yake, ile mzizi wa neno wa mwanzo na inapotiwa ile prefix yake inavyobadilisha maana na kuweza kuifanyia sentence kama hivi ambavyo nilivyokuonyesha, kwamba ile preposition yako inakuwa inakaa mwisho wa sentence. Usije ukajiuliza kwamba hii imetokea wapi tena. No, fahamu kwamba ile ni prefix yako kwenye verb ambayo imekwenda mwisho wa sentence. Hiyo ndiyo ni trennbaren Verben. Vielen Dank, hopefully mmeenjoy na somo, natumai mmefahamu vizuri somo hili la trennbaren Verben kutoka kwa Rashman. Please subscribe your channel ili uweze kupata new videos kutoka kwa Rashman. Asanteni sana, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bye bye.